Hola, hola, meine liebe Amigos. Wie geht es euch? Es spricht Diego Serratos. Ich freue mich sehr, wieder vor euch zu stehen, so wie ich bin. Ohne alles, ohne Filter. Naja gut, mit viel inneren Glitzer und viel Hitze in Berlin. Aber gut, das ist ja der Tag des Sommers. Natürlich genießt ihr es und es freut mich auch. Ich bin nicht so wirklich der Typ, der so viel Sonne braucht. Heiß bin ich ja schon selbst. Ah, ihr Lieben, also gut, heute, auch wenn es mir nicht ganz so gut geht, weil ich ein kleines bisschen entzündet oder habe ein bisschen Probleme mit meinem Kreislauf gehabt, wie gesagt, die Energie steigt und steigt und steigt und steigt. Und ihr wisst ja, Diego lässt nicht so wirklich sich so leicht runter machen. Aber gut, ich bin auch fix und alle, ich komme auch gerade von der Arbeit, ich habe gerade was gegessen, aber ich dachte, ich habe ja schon so viel Lust, euch diese Themen zu erzählen. Ihr habt schon gesehen, wie dieser Titel lautet. Ich habe mich neu verliebt. Ich habe so wunderschöne Leute kennengelernt und das muss ich euch erzählen. Und ich muss euch erzählen und loswerden, wie das geschehen ist und was geschehen ist überhaupt und wo ich gelandet bin. Upsi, ich war nicht so brav diesen Monat. Aber gut, das Leben muss man leben, das Leben ist schön, es lebe das Leben, viva la vida. Und da ich das Leben genieße, möchte ich auch so viel lernen und so viel vom Leben mitnehmen, wie ich kann. Und gut, als erstes kann ich auch schon mal, kann ich es loswerden. Ja, ich habe mich verliebt, ich habe mich in mich verliebt. Ich habe mich verliebt in einen Diego, den ich schon sehr lange nicht gesehen habe. Einen Diego, der plötzlich wieder das Leben genießt. Ein Diego, ihr wisst es schon, ne? Also diejenigen, die meine Videos schon mal gesehen haben, kennen ein bisschen meine Vergangenheit, kennen meine Story, kennen meine Erlebnisse, kennen die Missbrauchsgeschichten, die Drogengeschichten, die Depressionsstories, meine Erlebnisse in den Kliniken, in der Entzugsklinik, in der Depri-Klinik und so weiter und so fort. Und auch ein wenig diesen, nicht ein Kampf, ich würde es niemals als Kampf nennen, im Gegenteil. Ich liebe es, diesen Weg gegangen zu sein. Ein Weg voller Lehren, ein Weg voller Erlebnisse und ein Weg voller Erfahrungen. Und ich bereue absolut keine Sekunde von diesem Leben, den ich bis jetzt gelebt habe. Und ihr kennt vor allem auch, was für Stärken, was für Gaben ich auch erkennen konnte, was für Talente ich auch irgendwie erkannt habe, ne? Dass ich auch sehr gerne koche und das Kochen beibringe und dass ich mit euch auch hier spreche, dass ich auch ganz verrückt vor einer Kamera stehe und auch zu Britney Spears tanze oder koche bei der Küchenschlacht oder wo auch immer ich eingeladen werde. Und das liebe ich. Und mein größter Traum ist das weiterhin, wenn ihr Content Maker, Creative People in Berlin oder deutschlandweit oder überhaupt Lust habt, Videos zu machen mit verrückten Menschen oder schönen Menschen und vor allem sehr ehrliche, offene und direkte Menschen wie Diego, dann meldet euch. Ich bin einfach da und ich beantworte gerne Fragen und erzähle gerne alles und für mich gibt es keine Tabuthemen. Und das alles erkannte ich diese letzten Jahre. Wie ich schon euch sagte, die Pandemie war für mich persönlich eine sehr, sehr wichtige Zeit. Vor allem, weil, wie wahrscheinlich jeder, einen Verlust hatte. Mein Vater ist gestorben vor genau 3 Monaten. Und das war ein sehr wichtiger Moment für mich. Ich bin natürlich traurig und vor allem traurig, dass ich meinen Vater fast 2 Jahre lang nicht sehen konnte und ich weiß, dass er sich sehr gewünscht hat. Ich auch. Ich hatte vor allem die letzten Monate, bevor er gestorben ist, eine sehr schöne Bindung zu ihm gefunden, mit viel Respekt und vor allem mit viel Ehrlichkeit. Und das war ich schon immer seit meinem 32. oder 31. Lebensjahr, habe ich mich entschieden, sehr ehrlich zu mir an erster Stelle zu sein. Zu meinem Vater, zu meiner Familie, zu meinen Geschwistern, zu meinen Freunden, zu euch, zum Leben, zu mich selbst. Und deswegen liebe ich mich jetzt. Und ich erkannte, wie stark ich bin, dass ich
Und ich würde sagen, dass so denke ich seitdem, also seit 3 Monaten bin ich wirklich so am Überlegen und denke, Wahnsinn, er wird immer in mir sein, wisst ihr? Er wird immer in meinem Blut laufen und ich musste für mich lernen, dass ich vorbereitet war, dass ich alles gesagt habe und dass ich ihn liebe und dass ich ihn mich verziehen habe, dass ich ihm danke, dass ich nur die schönsten Momente an seiner Seite heute in meinem Kopf habe und deswegen bin ich sehr dankbar und deswegen habe ich nicht gelitten, wie ich mir gedacht hätte, dass es vielleicht geschehen würde. Und das zu erkennen, brachte mir so viel Frieden und irgendwie hatte ich das Gefühl gehabt, dass ich bereit bin, einen neuen Weg und neue Sachen zu erleben. Und jetzt, wo wir noch im Pride Month sind, wobei für mich gibt es keinen Pride Month, für mich ist es ein Pride Jahr. Denn ich glaube, ich könnte wirklich und wir sollten alle, egal wer wir sind, egal wie wir sind, egal was wir sind, egal wie wir aussehen, sollten wir immer stolz sein. Aber gut, wenn es um diesen LGBTQ Pride geht, dann fühle ich mich auch stolz und dann bin ich auch dankbar, dass wir überhaupt einen ganzen Monat haben. Ne? Und den ganzen Monat sind viele Dinge passiert. Und ich muss sagen, ich habe fantastische Menschen kennenlernen dürfen. Ich fühle mich geehrt, erzählen zu dürfen, dass ich ein offizielles Mitglied eines noch sehr kleinen Vereins namens Bi Berlin e.V. Und ich bin einfach stolz, ich bin dankbar, ich bin, oh, ihr merkt es. Also diejenigen, die mich kennen, merken, dass ich so, oh. Und ihr wisst auch, dass ich, ja, ich bin schon immer übertrieben in meiner Natur. Aber ihr merkt ja auch dieses Lachen und diese, oh yeah, sind, weil ich wirklich begeistert bin. Ich durfte diesen Verein in Berlin dank ihren Vereinsmitgliedern Dana Wetzel und Thilo Wetzel kennenlernen. Das sind so zwei tolle Menschen, die ich über den CSD Berlin Pride kennenlernen durfte. Dort hatte ich mich beworben zum Vorstandsmitglied. Kurz davor habe ich das meine Bewerbung zurückgezogen am Tag der Wahlen. Ich stellte fest, dass es nicht mein Weg ist, dass ich nicht das alles brauche. Viele Menschen und ich selbst dachten wahrscheinlich, dass ich dieses Wow und die Gelder und die Magazine und die Interviews, alles kann kommen. Aber für mich ist heute an dieser Stelle, an erster Stelle, die wichtigste Priorität, mein Hauptziel, etwas zu tun, um an erster Stelle ich mehr zu lernen, ich mich mehr zu öffnen, mich sicherer zu fühlen, mich freier zu fühlen, mich glücklich zu fühlen, um die Kraft zu haben, den Mut zu haben, den guten Vibe zu haben, um rausgehen zu können und für andere mehr etwas zu tun. Für diese Aufklärung, für die Normalisierung, für mehr Respekt, für mehr Toleranz, für Liebe, für Gleichberechtigung, für den Kampf und die Bestrebung nach Gesetzen und Änderungen in den Grundgesetzen Deutschlands, zumindest Deutschland, aber auch natürlich der EU, die etwas für die LGBTQ-Gemeinde machen, LGBTQ+, für die Trans, für die Inters, dass diese non-monosexuelle Akzeptanz und überhaupt Verständnis auch noch kommt. Und ich bin begeistert, weil ich bin schon immer ein Mensch gewesen, der offen ist, der sehr neugierig ist, der immer lernen möchte. Aber ich wusste nicht, ehrlich gesagt, und ich denke mal, dieses Video ist deswegen auch für euch, diejenigen, die auch denken, ich sag schon immer, ich bin offen, ich sag schon immer, ich bin tolerant, ich sag schon immer, ich liebe Schwule und Lesben und Bis und Trans und, aber ich weiß nicht, wie ich sie ansprechen kann. Ich weiß nicht,
wie ich mich überhaupt verhalten soll. Ne? Also ich komme jetzt wirklich auf diese klischeehaften Fragen und Themen. Und man glaubt es zwar nicht, ne? Also viele Leute denken, der Himmel kackt uns alle so, jetzt sehen wir alle aus dem Rainbow und jetzt lernen wir uns kennen. Ne? Unser Gaydar ist so wie, oh, du bist schwul, ah ja, du bist lesbisch. Und wir kennen uns, okay. Dann kommt noch diese blöde Klischee, dass Schwulen und Lesben sich hassen. Ne? Das sind alles so blöde Vorurteile. Und wenn es dazu kommen sollte, dass sie stimmen, ist nur, weil die Menschen nicht lernen und die Menschen Angst haben. Und das möchte ich nicht der Fall sein. Darum hatte ich mich eines Tages getraut, meine liebe Dana Wetzel anzuschreiben und zu fragen, Dana, ich habe so viele Fragen und ich würde so gerne etwas mehr über Bisexualität und Pansexualität und so weiter und so fort lernen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, und jetzt wollte ich auch dieses Video deswegen machen, weil es auch darum geht, warum ich mich liebe, warum ich verliebt bin in diesem e.V., warum ich jetzt mich so fühle, als müssen alle auch noch mehr darüber lernen. Ich muss gestehen, an dieser Stelle, dass ich auch wenig über die Bisexualität. Und ich dachte auch so, es ist entweder, dass ich beides mag, ne? Also Mann und Frau, und dass ich mit beiden ins Bett gehen kann. Jein. Bisschen schon, aber es ist viel mehr. Und allein schon ganz simpel und trotzdem, warum es so kompliziert ist für Menschen zu verstehen, dass Bisexualität eigentlich ein schönes Wort für alle, also für das Nicht-Monosexuelle ist. Also, dass du nicht nur für einen Geschlecht stehst, liebst, attraktiv findest oder in eine sexualisierte Liebe dich da so get it on, ne? Und deswegen würde ich auch euch gerne, bevor ich jetzt was mehr verkacke mit meinen Worten, Entschuldigung, ein Text, es ist sehr kurz, lesen aus der Webseite von dem BiBerlin e.V. Also biberlin.de, für diejenigen, die neugierig sind, die etwas mehr lernen möchten. Und ich fand diesen Text sehr schön. Das ist die Definition bzw. der Text, der den BiBerlin e.V. in Berlin, also BiBerlin e.V. in Deutschland, ausgesucht hat für ihre Webseite. Und da ist eine Definition und da ist ein Text von einer Bi-Aktivistin namens Robin Ox. Und da steht, Bisexualität bedeutet die Anziehung zu mehr als einem Geschlecht. Nicht-Monosexualität ist ein Überbegriff für alle Orientierungen, die sich auf mehr als ein Geschlecht bezeichnen, wie zum Beispiel Bi, Bi-Plus, Pan, Omni, Poly, Plü, Homoflexibel und Heteroflexibel. Und das sagt diese Aktivistin Robin Ox. Ich bin bisexuell, weil ich anerkenne, dass ich mich potenziell zu Menschen mehr als eines Geschlechts hinzugezogen fühlen kann. Sei es sexuell oder und romantisch. Nicht unbedingt zum gleichen Zeitpunkt, auf die gleiche Art und Weise oder in der gleichen Intensität. Und ich habe dann wirklich das gelesen und es war so wie BOOM! Wirklich so Hiroshima in my mind. Es war so wie wow, geil. Und warum? Wenn man das wirklich so liest und man sich viele Gedanken darüber machte, ne? Weil ihr wisst, glaube ich, in meinen Stories, dass ich auch schon 2 Beziehungen zu Frauen hatte in meinen jungen Jahren, also mit 16 und mit 19. Und ja, klar, jetzt kommt die Frage, ne? Weil manchen kommt es früher, manche boosten es schon immer. In meinem Fall, bedingt natürlich auch durch gewisse Erfahrungen, spürte ich schon immer, dass ich mich sehr, sehr vor allem sexuell zu Männern angezogen fühle. Aber ich liebte meine Freundin und ich muss gestehen, dass ich mir Schuld gegeben hatte und dass ich mich sehr, sehr schlecht fühlte und dass ich dachte, oh, ich liebe sie und warum fühle ich das hier? Und ich machte mich so fertig, Leute. Ich machte mich so unfassbar fertig und das war oft sehr traurig.
Ich habe mit ihr Schluss gemacht. Ich wollte sie nicht verletzen. Ich konnte es aber ja auch nicht erzählen. Warum, wieso, weshalb? Kurz darauf hatte ich eine kleine Affäre mit einem verheirateten Rektor einer Universität in Mexiko. I don't kiss and tell. Ich werde euch darüber nichts sagen. Ich habe sehr, sehr interessante Bettkante-Stories, aber darum geht es hier nicht. Und er sprach mit mir und er sagte mir, Diego, tu den gleichen Fehler nicht, den ich getan habe. Unehrlich zu mir, unehrlich zu meiner Frau, unehrlich zu meinen Kindern, unehrlich in meinem Leben zu sein. Und das hatte ich ehrlich gesagt nicht verstanden, bis ich nach Deutschland kam, bis ich jetzt vielen, vielen Jahren mein Leben alleine, also hier ohne meine Familie, ohne mein Zuhause gelebt habe. Das wären 17 Jahre in Deutschland. Und heute, dank diesem wunderschönen Verein, dank diesem wunderschönen Menschen, lerne ich plötzlich allein schon durch diese Definition und gleich erzähle ich auch, wie das alles noch sich so verstärkt hat, dachte ich, wow, es ist so heftig, jetzt verstehe ich ein bisschen, aber nur ein bisschen. Und zwar, man muss ja nicht, sich nicht ständig erklären. Man muss nicht immer nur das eine, man muss nicht immer hier oder da. Und das heißt nicht, übrigens, bitte sei vorsichtig mit den Vorurteilen. Wir sind nicht Nymphomaninnen und wisst ihr, so Menschen, die ganze Zeit rumvögeln und dass wir untreu sind. Und darum geht es nicht. Naja, also wir sind genauso gute Menschen, genauso Wesen, die lieben und die auch Werte haben und die auch sich treu sind. Und wenn wir uns treu sind, wieso sollten wir mit den Menschen, mit Körpern und mit anderen Wesen spielen? Darum geht es ja nicht. Es geht um wirklich dieses Lieben, dieses Leben. Love is love. Und heute erkenne ich und entdecke ich natürlich die wahre Bedeutung davon. Also habe ich mich, dank einer Anleitung von Dana, zu einem Treffen. Sie haben einen offenen B-Treff, nennt sich das. Das ist in dem sogenannten Sonntagsclub in Prenzlauer Berg, Nähe Schönhauser Allee. Das findet manchmal statt. Wenn ihr Lust habt, schaut euch die Webseite B-Berlin e.V. an und da stehen die Termine, was sie machen. Und da, wo es offen steht, ist ja natürlich für alle. Es ist offen für alle. Wir sind offen für alle. So wie wir offen für uns selbst und für alle anderen Menschen sind. Das heißt nicht, dass wir eine only queer, only gay, only... Nein, genau nicht. Genau, gerade darum geht es nicht. Wir sind eine Rainbow. Wir sind ein Plus. Wir umarmen alle. Und das braucht die Welt. Und das habe ich auch für mich so entdeckt. Und dann bin ich in diesem Treffen hingegangen. Ich war so aufgeregt, Leute. So aufgeregt wie schon lange, lange nicht. Ich saß dort. Ich kam leider ein bisschen zu spät. 10 Minuten. Und da war schon, eine Stunde, glaube ich sogar. War ich diese Mexikaner. Aber gut, ich kam da an. Ich freute mich so sehr. Da habe ich natürlich diese zwei bekannten Gesichter gesehen. Thilo und Dana, die ich auch... Ich konnte mit ihnen direkt noch nie so wirklich was unternehmen, aber immer wenn ich sie sehe, es ist so schön. Es sind so Menschen, die dieses Gute, die dieses Schöne, außerdem sind sie mega sexy und so etwas so ausstrahlen. Außerdem sind so vorbildhafte Aktivisten, die wirklich Aktivistinnen, die so viel kämpfen, die so mit so viel Liebe, mit so viel Respekt, und das brauchen wir so. Und das ist für mich ein Vorbild. Ich brauche mich nicht nur so das Posieren und nur so zu tun, als ob, nur für etwas. Nein. Und ich saß dort, habe die bekannten Gesichter. Ich glaube, sie merkten auch, dass ich mega aufgeregt war. Und habe mich vorgestellt. Es war eine Runde, in der sich alle schon vorgestellt hatten. Leider habe ich schon alle verpasst. Ich saß dann quasi am Tischende. Und ihr wisst ja, also diejenigen, die es noch nicht wissen, müssen es jetzt wissen und erfahren. Wenn ich nervös bin, mache ich Witze und höre nicht auf zu grinsen, wie wahrscheinlich jetzt gerade. Und bin aber trotzdem weiterhin super ehrlich und direkt. Und ich lernte ja natürlich durch die Universität und die wahrscheinlich 400 Präsentationen, die ich halten musste, über Rhetorik und die Menschen zu sprechen und immer ins Gesicht zu sehen und immer in die Augen anschauen. Und ich habe ein bisschen über mich erzählt und ich dachte, es ist jetzt der Augenblick, in dem du all das loswerden solltest, was du
als Fragen hast und was du denkst. Und ich habe nur so mich vorgestellt, ganz hoffentlich kurz, nicht so lang, wie ich hier jetzt schon spreche. Und ich merkte nur, wie die Leute grinsen und wie die Leute lächeln. Und ich fühlte mich innerhalb von 10 Minuten angekommen. Ich hatte das Gefühl, dass ich bei den richtigen Menschen gelandet bin. Da, wo ich es mir schon lange gewünscht hatte, anzukommen. Da, wo ich... Uff, Entschuldigung, ich bin total emotional gerade. Da, wo die Menschen nicht hassen und sich nicht beneiden und sich nicht attackieren. Und da, wo die Menschen sie selbst sind und vor allem sich motivieren, sich selbst zu treu zu bleiben und schöne Dinge über die Menschen sagen, niemanden aus draußen halten wollen, inklusiv und respektvoll und freundlich und so lieb. So lieb, dass mich das wirklich super dankbar macht. Und nein, ich bitte nicht um Entschuldigung, nur weil ich heule, ich freue mich immer zu weinen. Meine Emotionen sind immer hier und das werden sie immer sein. Und genau so dankbar fühle ich mich. Und ich hatte nicht gedacht, dass ich heulen würde. Aber jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass es genau deswegen super wichtig war, dieses Video zu machen. Und 2 Tage später war der sogenannte Sternpride in Berlin. Das ist der ehemalige Alternativa CSD in Berlin. Und das ist im kleinen Rahmen super friedlich, super bunt, super schön. Hat stattgefunden und ich bin mit ihnen gegangen und mit meinem besten Kumpel Juan aus Mexiko, der in Mannheim lebt. Und es ist jetzt mega blöd, dass ich das jetzt hier sage, aber vielleicht spielt das hier eine wichtige Rolle für mich und für die Erzählung. Er ist nicht Mitglied der LGBTQ-Gemeinde, er ist mein langjähriger aus der deutschen Schule in Mexiko heterosexueller Freund. Warum ich jetzt hier so überlege, ist, weil ich ihn so vorgestellt habe bei den Leuten, die da schon standen. Und das war sehr blöd, weil wir wollen ja nicht aufgrund dieser Etikette immer so, wisst ihr? So wie, oh, okay, gut, jetzt weiß ich, jetzt verhalte ich mich so. Das wollen wir nicht. Wieso sollen wir das tun gegenüber anderen? Und diese Vereinsmitglieder, diese Leute sind auch genauso cool, dass sie wirklich euch niemals, weil ihr hetero seid, werden sie euch niemals weder schlecht behandeln noch mit irgendwelchen Etiketten empfangen, okay? Also wirklich nicht. Also komm bitte mit und lass uns einfach das Leben genießen und feiern. Und mein lieber Juanito hat das gemacht. Und wir waren dann bei diesem Sterne Pride und es war einfach nur wunderschön. Die Leute waren wunderschön. Jetzt klinge ich so wie der Conferencier von Cabaret. Ne? Die Mädchen waren super und die Orchester war super gut. Willkommen, bienvenue, welcome. Entschuldigung. Oh, ich liebe dieses Lied. Seht ihr, wenn ich nervös werde, mache ich auch blöde Witze. Sorry. Das ist typisch Diego. Wenn er nervös wird, fängt er irgendwo was anderes zu machen. Aber gut, jetzt zum Punkt. Juanito und ich waren dort. Wir hatten so viel Spaß, die Leute waren so cool, wir haben die 10 Meter große bisexuelle Flagge getragen. Juan hat irgendwann auch die Flagge für uns gehalten. Wir liefen Hand in Hand, beziehungsweise Arm in Arm. Ich durfte so wunderschöne Menschen, wirklich wunderschöne Menschen, die mit mir dort waren und Menschen, die ich gerne ein Leben lang in meinem Leben hätte. Menschen, die diese Welt einfach nur wunderschöner machen und dieser Welt Hoffnung geben. Und ich bekam Hoffnung nach diesem Tag. Juan, mein Freund, war so dankbar und so glücklich und so bewegt und so ich. Also es gab einen Punkt, an dem wir uns umarmt haben und wir weinten. Und er sagte mir danke, weil ich diese Erfahrung haben durfte. Und ich war so dankbar, weil ich mit ihm und diesen Menschen und plötzlich dieser Tag und alles so bunt und alles so glitzernd und alles so hell und alles so voller Liebe erleben durfte. Und das hatte ich noch nie in meinem Leben gehabt.
Es gab so viele CSD, es gab so viele, für viele, so wie es sagen, Parade, aber es ist eine Demo. Und eine Demo, die ich noch nie als Demo empfinden konnte. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich diese Chance, das zu spüren und für diese Mission mit jemand, der an das Gleiche glaubt wie ich, zu laufen. Und wisst ihr, wie wichtig das ist, wenn man seine Kompagnons findet, dass man schon seine Partner in Crime kennenlernt? Das ist einfach nur ein Segen des Lebens. Deswegen habe ich mich fremd verliebt, Leute. Deswegen habe ich mich nicht nur mehr in mich verliebt, weil ich merkte, wow, Piero, es ist Zeit, dass du jetzt so rausgehst. Und es tut einfach so gut, das Leben so zu entdecken und neue Menschen zu kennen. Und Menschen, die wirklich so sind wie einer. Oder sogar noch schöner und noch so cooler und noch so lustiger und so verrückter und so fabelhafter, fantastischer. Ne? Super, super califragilisticexpialidocious. Also, liebe Leute, das ist die Story. Und dadurch lerne ich jetzt so viele andere Momente kennen. Wir haben jetzt ein paar Treffs. Ich treffe mich jetzt am Donnerstag mit Ihnen. Und es wird eine Menge noch passieren. Da bin ich mehr guter Dinge. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich ein Mitglied bei der Partei der Grünen, ne, dem Bündnis 90er und 90 und hier für Steglitz-Zehlendorf. Und da habe ich auch vor, eine Menge für die LGBTQ-Plus-Gemeinde, also für die Queer-Politik zu machen. Ich möchte mich mehr engagieren, ich fühle mich mehr stark und vor allem, ich weiß jetzt, wo es lang geht. Und ich habe so viel Kraft und Stärke, und vor allem, weil meine Emotionen sind hier. Ich trage sie hier in meinem Mund und hier in meinem Herzen und in meiner Seele und ich bin offen und ich habe keinen Hass und keine Wut und keine schlechten Gedanken und keine Angst. Also kann ich nur alles so machen, wie es sein sollte. Ne? Friedlich, mit Respekt. Deswegen, liebe Leute, wollte ich euch diese Story erzählen. Das war für mich sehr wichtig. Wie gesagt, solltet ihr mehr Fragen haben, könnt ihr entweder auf der Webseite gehen und einen Text einschreiben. Der Vorstand ist super, super cool, super lieb, super nett. Sie antworten immer Fragen. Fühlt euch bitte immer frei und gebt euch bitte die Möglichkeit, Fragen zu stellen, mehr zu lernen, mehr zu erfahren. Vielleicht seid ihr es nicht, aber vielleicht jemand in euren Familien oder engstem Freundeskreis. Und es ist immer sehr schön, wenn die Leute ein bisschen mehr Respekt und offen und wenn die Leute sich nicht so ausgrenzen und vor allem, wenn die Leute mit so einer Natürlichkeit, weil es so natürlich ist, weil es wirklich das Natürlichste der Welt ist, dass wir alle anders sind und dass wir alle das Gleiche wollen, geliebt werden und lieben. Und deswegen ist es immer schön, dass man ein bisschen mehr schon Menschen kennengelernt hat und ein bisschen mehr Input hat und ein bisschen mehr in diese fabelhafte, glitzernde Welt war. Dann weiß man ein bisschen mehr, dass man gar keine Angst haben soll. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ich wünsche euch ein wunderschönes Leben, ich wünsche euch, dass ihr euch so fühlt, wie ich mich fühle und ich wünsche euch, dass ihr so glücklich seid, wie ich glücklich bin. Und ich wünsche euch, dass ihr keine Ängste habt, dass ihr wisst, dass ihr nicht alleine seid, dass ihr wisst, dass es mehr Leute gibt, die sich vielleicht wie ihr euch fühlen und dass es zumindest einen Verein, der uns alle helfen kann. Und jetzt bin ich auch ein Teil davon und ich bin sehr, sehr stolz und sehr dankbar. Und es kann nur alles nur noch besser werden, Leute. Also, viele Grüße und hasta la vista, Babies. Und denkt dran, es lebe das Leben. Viva la vida. Tschüssi, Diego Serratos. Ciao, ciao.